Umsatzeinbußen bei Diabetes- und Krebsmedikamenten haben bei Sanofi im vierten Quartal den Gewinn geschmälert. Der französische Pharmakonzern verdiente 1,7 Milliarden Euro, 13,5% weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank im Schlussquartal 2015 um 1,6% auf 9,3 Milliarden Euro. Sanofi reagiert mit einem Konzernumbau auf Einbußen im Diabetesgeschäft und hatte zuletzt einen Arbeitsplatzabbau ins Gespräch gebracht. Sanofi beschäftigt weltweit 110.000 Mitarbeiter.